Sequence 8-2. Jacob und Ross streben die Gefangennahme dreier Geschäftspartners Derricks an, um dessen Kontrolle über den Bezirk zu schwächen. Wir spielen heute dreifache Entführung. Jacob! Er ist wunderschön, oder? Ich habe die perfekte zweite Tour für uns. Ach so? Wir müssen uns etwas borgen. Drei von Starks Galgenstricken werden schon bald verschwinden. Ah, du bist ein Teufel. Oh, und dieses Mal komme ich mit. Macht keinen Sinn, dass du den ganzen Ruhm einstreichst. Und dann auf zu meiner Kutsche! Lewis! Ja, Maxwell Ross und Jacob haben einige Dialoge zu führen. Da halte ich mich zurück. Diese feigen Stiefellecker von Starek haben eigene Kerker gebaut. Die reinste Verschwendung. Weil sie lieber Gangs aufgebaut hätten? Nein, nein. Warum bauen, wenn man frei fließen kann wie das Meer? Ich würde nie jemanden einsperren. Oh nein, niemals, oder? Und was ist mit deinem Vogel? Der würde auch nie etwas bauen. Der lebt einfach nur, mein Freund. Ich kann sagen, dass mir die National Gallery nie langweilig wird. Warum interessiert sich Starek überhaupt für Kunst? Bring du deine Kutsche rum und warte auf die Fracht. Das wird nicht lange dauern. Hier muss doch jemand diese Etikette Wallet erkennen. Okay, es geht los. Wir sollen Hinweise zu Hattys Aufenthaltsort finden. Ich suche nach Miss Hattie Cadwallader. Hab sie nicht gesehen, aber ich weiß, was sie vorhatte. Und das wäre? Kunststibitzen. Sie hat in der Nähe eine Statue gestohlen. Ja, wir haben auch Aufgaben für 100% synchron. Wir dürfen niemanden Statue muss doch hier irgendwo sein. In den Zielgebieten töten. Diese Aufgabe hält ziemlich lange an und kein Ziel entkommen lassen. Wir dürfen also keinen dieser Polizisten in diesem Untersuchungsgebiet töten. Deswegen sind wir ihn gefangen und schlagen ihn nieder. Der Polizist untersuchte hier gerade ein Podest. Das Kind hatte schon gesagt, die Frau würde Kunststibitzen. Tja, wo ist diese Statue? Wir könnten auch gleich direkt mit dem Jungen sprechen, aber ich erledige hier erstmal alle Polizisten, die in einem bestimmten Rhythmus hier patrouillieren. Einen Polizisten lasse ich übrig, weil der immer mit dem Rücken zu uns ja, sich an einer Mauer lehnt und kaum etwas wahrnimmt. Also diese Polizisten müssen wir nicht fertig machen. Es ist nur für uns einfacher nachher bei der Flucht. Und wir können ungestört mit den Jungen reden und ja, die darauffolgende Aufgabe angehen. Jo, den einen lasse ich übrig, dann reden wir mal mit den Jungen. Hey, Kleiner. Hast du eine Ahnung, was hier passiert ist? Ich weiß, wer sie geklaut hat, Sir. Miss Cadwallader? Sie versteckt sich in der Kloake. Die Mission heißt ja die Kloake, na klar. Dreifache Entführung. Wir warum die Kanalisation? Werden jetzt Miss Cat irgendwas Holliger entführen. Und wie der Name der Mission schon andeutet, sollen wir insgesamt drei Entführungen durchführen. Ja, ich versuche mich hier durchzumogeln. Der
Templer da vorne guckt geradeaus. Wir schauen mal, dass wir den richtigen Rhythmus anpassen. Ganz hinten kommt ein weiterer Templer dazu und die patrouillieren zu zweit. Okay, dann schalten wir erstmal den hier aus, weil die andere Wache den Raum verlassen hat und da hinten die Gitterstäbe anschaut. Das gibt uns die Möglichkeit, uns hier an der Mauer zu verstecken und zu warten, bis sie wieder zurückgeht, um sie dann hinterrücks zu erschlagen. Du wirst mir fehlen. Ob man das alles so machen muss, weiß ich gar nicht genau. Ich habe das immer so gemacht. Vielleicht kann man auch direkt durchlaufen zu dem gelben Punkt und Miss Cat Dingsbums irgendwas gefangen nehmen und dann treten die Templer zurück. Falls ihr das mal so gespielt habt, könnt ihr das ja mal in die Comments schreiben. Würde mich mal interessieren. Ich habe es auf jeden Fall so gemacht. Sagen Sie Starrick, dass seine nächste Lieferung auf dem Weg ist. Und sagen Sie ihm auch, dass ich diese Arbeitsbedingungen leid bin. Ich bin nicht in Starricks Auftrag hier. Wessen dann? Maxwell Roth lässt schön grüßen. Auf der Ingame-Karte sehen wir, dass sich die letzte verbliebene Wache dort hinten in der Ecke verzogen hat. Deswegen geben wir Hackengas mit unserer Geisel und gehen hier raus. Was ist das denn hier? Versuchst du zu fliehen? Na, dafür gibt's einen Arschtritt. Wie auch immer, wir versuchen aus der Kanalisation zu entkommen. Und ich nehme den gleichen Weg wieder zurück, wie ich auch gekommen bin, laufe aber rechts rum und nochmal rechts rum. Also ich fand, das war der einfachste Weg. Ist natürlich die Frage, weshalb ich dann die Polizisten ausgeschaltet habe. Darauf freue ich mich schon. Sicher ist sicher. Warum das Alhambra? Jeder gute Kriminelle muss seinen unrechtmäßigen Gewinn irgendwo investieren. Und was ist besser, als die Welt mit etwas seichter Unterhaltung abzulenken, während man das tut? Ach komm schon. Mach mir nicht weiß, dass er nicht auf den Triumph genießt, wenn ein Stück gut ankommt. Bravos und Acapos, die Kritiken. Ich genieße gute Unterhaltung, Jake. Wenn mich eine der Produktion befriedigt, bin ich ganz hin und weg. Das Theater liegt mir im Blut. Wie du so scharfsinnig festgestellt hast. Ah, der Park. Das Wohnzimmer von Starricks Sicherheitschef. Einen gewissen Benjamin Raffles. Wer sich mit ihm anlegt, verschwindet gerne ohne Vorwarnung. Wir werden uns sicher gut verstehen. Sei vorsichtig. Wo er ist, sind seine Wachen nicht weit. Okay, die erste Geisel haben wir schon. Also muss auch die zweite her. Die befindet sich hier in dem Park. Circa 40 Meter von mir entfernt. Das Ganze ist etwas, ja, tricky. Manchmal sind dort Root Brothers angebracht. Da brauche ich eigentlich nur durchlaufen und dann kämpfen die schon. Aber bei diesem Gameplay waren sie nicht hier in der Mitte vorhanden, sondern kam später erst. Also ist hier in der Mitte nicht immer alles gleich. Sonst hätte ich euch den Tipp mit den Rooks geben können, aber wie gesagt, im Moment sehe ich hier keine. Manchmal sind die da, neben dem Blätterhaufen manchmal nicht. Nun gut, wir sehen also viele Wachen hier. Und zwei, die den Ausgang versperren, so dass ich den kürzesten Weg zum Wagen nehmen könnte.
Aber erstmal nehmen wir ihn gefangen und... Was soll denn das? Hören mal zu. Schickt sie Ruth, der Verbrecher. Sie verwechseln ihre Verbrecher, Mr. Raffles. Der Mann, für den Sie arbeiten, ist der wahre Verbrecher. So, schaut mal auf der Minikarte. Plötzlich, wie von Geisterhand, spawnen ein paar Rooks hier mitten im Park. Ja, die werden wir mal versuchen zu benutzen. Und schauen mal, ob die Rooks die beiden am Eingang wegräumen können. Das Doofe ist nur, dass zwischen den beiden Templern am Eingang noch so ein Steinpfahl steht, so dass ich da nicht durchkomme. Ich habe ja gehofft, dass die Rooks die wegräumen können. Dem war nicht so. Und deswegen nutzen wir den Weg außenrum. Das ist etwas schade. Und hier ist das immer gleich. Also wir müssen mal aufpassen, nicht zu schnell gehen, dass unser Kreis sich nicht mit den positionierten Templergruppen, ja, dass unser Kreis die nicht berührt. Und wir müssen aufpassen, dass wir jetzt auf den Bürgersteig gehen, weil immer eine Kutsche von hinten kommt und uns umfährt. Und in dem Fall würde dann Benjamin fliehen. Und wir hätten keine 100% Synchron, weil unsere Aufgabe ist es, kein Ziel entkommen zu lassen. Ab mit dir nach hinten. Das haben wir mit denen jetzt geschafft und stoßen ihn in den Wagen. Unser zweites Ziel. Wer ist dieser Louis, der für dich arbeitet? Ha, ein seltsamer Vogel, oder? Kam vor ein paar Jahren zu mir. Ist immer sehr ernst. Aber auch immer sehr höflich. Und er hat noch viele andere Talente. Nach wem suche ich? Chester Swinburne. Tagsüber ein Pooler und ein Spitzel bei Nacht. Wenn wir ihn entfernen können, kappen wir Starricks Verbindung zur Polizei. Muss gut sein in dem, was er tut, wenn diese Scharade schon so lange läuft. Das ist er wirklich, mein Freund. Jo, wir sollen jetzt zur Polizeistation oder Scotland Yard und einen korrupten Polizist entführen. Jo, gleich haben wir es geschafft. 100 Meter ungefähr noch mit der Kutsche zurücklegen. Und schwupp, schon alles erreicht. Bei so vielen Bobbys kriege ich eine Gänsehaut. Willkommen bei Scotland Yard. Diesmal sollen wir Chester Swinburne gefangen nehmen. Oder Burn, Born, keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall geht's hier direkt hoch. Und wir werden durch das Fenster gehen. Unser Ziel wird mit einem gelben Missionmarker angezeigt. Gefangen nehmen. Wir werden das durch das Fenster lösen, einfach durchschlüpfen im richtigen Moment und ihn gefangen nehmen. Da ist er auch schon. Durch unser Adlerauge wird er gelb angezeigt. Wir warten einen Moment und wenn er sich umdreht, werden wir direkt reingehen und ihn gefangen nehmen, ohne Umwege. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt und... Komm her, zack. Hä? Was? Na, Swinburne. Machen Sie ja keine Szene. Damit werden Sie nicht davonkommen. Oh, doch, werde ich. Wo bringen Sie mich hin? Zu einem Freund, der Sie begrüßen will.
Wir haben erfahren, wie er wirklich ausgesprochen wird. Swineborn. Interessant, okay. Ja, auch hier immer wieder das Gleiche. Wir müssen den richtigen Rhythmus abpassen und uns an den ganzen Polizisten vorbei bewegen und dabei aufpassen, dass unser Kreis nicht die Polizisten berührt. Und umso schneller ich gehe, umso größer wird mein Kreis. Aber das ist auch noch nicht alles. Denn wenn ich stehen bleibe, wird mein Kreis auch größer. Also müssen wir eine gesunde Mischung finden zwischen Bewegung und langsamer Bewegung und stehen bleiben. So, finde ich eigentlich ganz cool. Erinnert ein bisschen an die älteren Assassin's Creed Spiele, wo man tatsächlich auch noch einen richtigen Rhythmus der Wachen abpassen musste. Um irgendwo hin oder durchzukommen. Ja. Haben wir geschafft. Bei dem diesen Part habe ich blind gespielt. Ich wusste nicht genau, wie ich am besten nach draußen komme. Ich schaue einfach auf die Minimap und verspreche mir jetzt gleich, wenn ich nach links gehe, direkt rauszukommen, aber dem war nicht so. Deswegen gehen wir hier lang. Aber auch in dieser Gasse laufen ein paar Polizisten hier entlang. Dann verstecken wir uns mal eben kurz hier. Oh, die drehen um. Ja, okay, dann laufen wir mal hinterher. Es könnte knapp werden da vorne, aber ich glaube, eine Treppe erkennen zu können. Dann gehen wir mal eben kurz hier hoch. Nutzen sie als Lücke. Und ich hoffe, sind da noch mehr? Ja, natürlich. Auf der Karte nicht angezeigt. Wahrscheinlich hätte ich erstmal mein Adlerauge benutzen müssen. Damit die... Lange nicht gesehen! Der Karte angezeigt werden. Nun gut, auch den korrupten Polizisten haben wir erwischt. Jetzt wird er nochmal eben reingeschleudert und wir haben die Mission geschafft. Auf 100% synchron. Und werden jetzt gleich den Bestimmungsort erreichen und dann erscheint eine Zwischensequenz. Wie immer. Jo, war eigentlich gar nicht mal so einfach. Musste man ein bisschen tüfteln, wie alles am besten geht. Wie gesagt, wenn ihr einen besseren Weg habt, schreibt es in die Comments. Tolle Arbeit. Besuch mich wieder im Alhambra. Ich habe noch mehr Amüsements für uns in petto. Sequenz 8.2 abgeschlossen. Wir haben Handschuhvorlage Assassine bekommen. Das schauen wir uns auch gleich mal im Inventar an. Und ja, es ist eine Vorlage. Das heißt, wir müssen das noch herstellen. Ich habe noch genügend Materialien. Ich kann das gerade tun. Und wir verbessern natürlich auch gleich den Handschuh. Und schauen, ob uns das irgendwie was bringt, ob wir den ausrüsten können. So, Werte minus 3 und ein
Sequenz 7 Item in Sequenz 8. Okay. Ich frische mich nochmal auf für die nächste Aufgabe. Bleibt dran. Bis dann.